Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Tageslicht für Montag, den 16. Oktober. Ja, und einen guten Start in die neue Woche wünsche ich euch natürlich noch einmal hier zum Montagsorakel. Ja, schauen wir hinein in die Energie, die zur Verfügung steht. Was haben wir da? Den Turm. Ja, natürlich, er steht für Rückzug, Isolation, Alleinsein, aber auch für ja, Herausragenheit, Einzigartigkeit, Besonderheit. Ja, dürfen wir uns heute, ja, gerade an Betracht dieses Themas, Wochenthemas, das habe ich gut gemacht. Hier vielleicht auch nochmal, ne, mit dem Gericht, die kam ja als Zusatzkarte aus dem Tarot, unsere Herausragenheit, unsere Besonderheit bewusst werden. Ja? Eben gerade auch an der Unterseite des Kartendecks her für die Lektion der Seele ist das auch mit abgebildet gewesen. Ne? Ich verfüge über Seelengaben, die mir und anderen zugutekommen. Ja, was ist es denn? Was ist denn deine Besonderheit, deine Herausragenheit? Wirst du hier nochmal auch drauf aufmerksam gemacht, dich damit auseinanderzusetzen? Ja, vielleicht mündet es sogar in Selbstständigkeit oder bist du damit schon selbstständig unterwegs? Ne? Also beruflich auch selbstständig oder ja, kommt diese Woche vielleicht hier auch der Gedanke auf und möchte es in die Umsetzung kommen? Ne? Denn hier an der Unterseite hatten wir den Ritter der Münzen, der anzeigt, ne? Mit einer Gabe, mit einer Besonderheit, einfach auch gut voranzukommen. Ne? Entschuldigung, da bist du schon unterwegs vielleicht mit etwas. Ne? Ist dir das schon bewusst geworden oder ja, baust du das diese Woche auch nochmal besonders aus? Ja, vielleicht auch ein bestimmtes Aufgabengebiet in deinem beruflichen Umfeld. Vielleicht hast du da eine besondere Aufgabe eben bekommen oder kannst etwas besonders gut. Ja, werd dir da deiner Herausragenheit bewusst. Vielleicht kommt dir da auch Anerkennung dafür entgegen heute besonders. Ja, darfst du dir aber, wie gesagt, selber auch nochmal vielleicht darüber Gedanken machen, dich zurückziehen, dir Zeit dafür nehmen. Ne, durchaus, ne, im Rückzug, in der Isolation, im Alleinsein, ja, was ist denn das, was dich besonders macht im All-Einen, ja, mit für andere oder auch, ne, was ist deine Besonderheit unter anderen, ja, wie kannst du sie einbringen, ja. Ja, und wenn du dich eben alleine fühlst, ja, ist das durchaus auch eine Chance, sich ja, mit dir selber auseinanderzusetzen. Ja? Oder ja, eben einfach mal zu schauen, ne? Was hat dich hierher gebracht? Wie kann auch etwas verändert werden? Ne? Ja, wir selber haben es hier eben auch in der Hand. Ne? So eine, ja, eine Einsamkeit, ein Rückzug, eine Isolation, gerade durchaus auch, wenn es nicht selber gewählt ist, nicht so recht, ja. Im Endeffekt wählen wir es schon auch durchaus selber, bietet auch Möglichkeit, ne, sich eben mit der gegebenen Situation auseinanderzusetzen, mit dem, was geschehen ist, ja. Aber ne, vielleicht ist das tatsächlich auch eine Errungenschaft heute, ne? Dass du dich zurückziehst, vielleicht auch immer wieder mal zurückziehst, dir Zeit nimmst, Pausen gönnst. Ja? Ist das ein Hinweis darauf, tu das auch? Ne? Ist das vielleicht auch das eine wichtige Errungenschaft, einfach mal an manchen Stellen dann Nein zu sagen? Weil jetzt einfach gerade Pause nötig ist, ne? Verschnaufpause für etwas oder ja, überhaupt einfach auch, um Abstand zu gewinnen oder weil Alleinsein ja, nötig ist eben, wichtig ist, Ausruhen natürlich einfach auch wichtig ist. Ne? Ja, was haben wir hier noch?
Die Zehn der Kelche, ja, hier gibt es vielleicht aber auch herausragende Gemeinschaft, ja. Zum einen, es kann herausragende Gemeinschaft bedeuten, aber auch dieses, ja, natürlich, sich in der Gemeinschaft einsam fühlen. Dass jeder seine Besonderheit hat in einer Gemeinschaft. Ne, egal in welcher, das muss jetzt hier nicht nur die Liebe sein. Ne? Auch wenn jetzt hier das Familienglück angezeigt ist, da kann es natürlich auch sein, ne? Herausragendes Familienglück. Ja, dass heute die Energie dafür zustande kommt auch. Ne? Aber ja, dass vielleicht auch gerade das fehlt, ne? Dass auf dem Rückzug ist. Ne? Aber eben auch, dass jeder seine Besonderheit hat in diesem Familienverbund oder auch in diesem Arbeitskollektiv, ne? Ja, und trotzdem auch eine Verbundenheit vorhanden sein kann, ne? Auch wenn jeder da seine Besonderheit hat, jeder auch seinen eigenen Weg geht, aber das ist ja einfach auch wichtig so, ne? Jeder hat einfach auch seinen eigenen Weg zu gehen, selbst wenn wir an unseren Wegen Anteil haben gegenseitig, ja. Schauen wir noch, welche Lektion ist hier wichtig? Beharrlichkeit, ja, Mensch. Ich zeige euch mal, was an der Unterseite dieses Kartendeckes lag. Ne? Schaut gerne in das Wochenorakel hinein. Das bringt so einiges nochmal auch für die Gesamtenergie der Woche zum Tragen natürlich. Ne? Beharrlichkeit mit der 40, ja. Stabilität, gemeinsame Stabilität, eigene Stabilität. Ne? Vor allem die eigene Stabilität ist natürlich einfach auch angezeigt. Da geht es erstmal darum, ja, beharrlich an etwas zu bleiben. Was haben wir hier noch dastehen? Ich weiß, dass ich alles umsetzen kann, was ich mir vornehme. Ja, vielleicht gilt es dazu, eben durchaus auch sich ein bisschen zurückzuziehen. Ne? Gerade auch von Familiengemeinschaft oder Arbeitsgemeinschaft ist das vielleicht gerade auch notwendig. Ne? Andererseits natürlich die Arbeit am gemeinsamen, an der gemeinsamen Harmonie, an der gemeinsamen Glücklichkeit, Verbundenheit. Ja, es ist alles möglich. Ne? Ich weiß, dass ich alles umsetzen kann, was ich mir vornehme. Ja. Auch falls es jetzt hier gerade keine Gemeinschaft gibt, keine familiäre Gemeinschaft, keine partnerschaftliche Gemeinschaft, ja, keine kollegiale Gemeinschaft oder ja, Verbundenheit mit anderen Menschen, ja, keine Harmonie mit anderen Menschen, falls das hier gerade auch so ein bisschen im Rückzug ist sozusagen, ja, oder nicht vorhanden ist, ne? Arbeitet daran, ja. Beharrlichkeit, ja. Wir hatten hier den Ritter der Münzen. Der ist beharrlich, der ist geduldig, ne? Der vielleicht, ne, auch Selbstständigkeit natürlich, ne. Auch dahingehend ist es wichtig. Etwas, was dir ganz liegt, ja, auch zum Wohle der anderen ist, ne. Eine bestimmte Begabung auch, ne? Muss jetzt nicht Selbstständigkeit sein, aber vielleicht auch eine bestimmte andere Begabung, Wohlwollenheit, ne? Der gemeinsame Fluss überhaupt miteinander. Ja, arbeite da beständig dran, ne? Schrittchen für Schrittchen. Ne? Beharrlichkeit überstürzt nichts, ne? Sie schaut immer wieder auch, ne? Wohlwollend auf sich selbst, aber wie auch auf andere. Was ist jetzt gerade dran? Was ist möglich? Ja, ist es einfach auch Rückzug voneinander oder ne, gemeinsames Wirken, wie auch immer, aufeinander zugehen? Ja, bei der Beharrlichkeit ist einfach auch klar, ne? Es soll auf ein bestimmtes Ziel zugehen, aber wie gesagt, ergibt sich der Weg erst einmal im Gehen auch, ne? Nicht, dass schon alles fertig ist, nicht, dass man schon am Ziel angekommen ist, man ist unterwegs, ne? Und baut daraus etwas Beständiges. Mit Geduld,
Ja. Mit Sorgsamkeit, mit Achtsamkeit für sich selbst, für andere, für eine bestimmte Sache. Ja, bleibt dran, Schrittchen für Schrittchen. Es muss nicht alles auf einmal gehen, wie gesagt, ne? Oh, eben auch. Der Ritter der Münzen ist auch keine schnelle Energie. Auch die Kelche sind nicht wirklich eine sehr schnelle Energie, ne? Und gerade wenn das Thema Beziehung hier auch im Raum steht, ne, dass das auch vielleicht gerade nicht vorhanden ist, immer wieder auch plagt, ne, dass es nicht vorhanden ist, ja, dann bleib einfach dran. Schau einfach erstmal, ne, für dich selber, ne, bist du selber hier gerufen auch, hast den Ruf, auf dich selber zu achten, für dich selber zu sorgen, gut mit dir umzugehen. Na, vielleicht auch nochmal etwas anzuschauen, etwas zu klären, damit sich das überhaupt erstmal einstellen kann. Ja? Es stellt sich vielleicht nicht ein, weil du dir etwas Bestimmtes nicht anschaust. Ne? Ja. Genauso auch in anderen Themen. Ne? Ja. Ja, ich wünsche euch da sehr viel Geduld, sehr viel Beharrlichkeit, positive Energie, ne? Immer wieder auch positiv nach vorn schauen, ja? Orientierung nehmen und behalten, an dem, was wichtig und wert ist, was euch am Herzen liegt, ne? Was euch aufgegeben und mitgegeben ist. Ja, alles Liebe und dann bis ganz bald, eure Tara von Tarot Rainbow.